Willkommen bei einer neuen Folge von Fresh CS und auf Wünschen vom Dojo und von den Viewern kommen jetzt da die Rotates dran und wir haben Part 1 sozusagen mit Mirage. Viel Spaß! Rotates. Was bedeuten Rotates? Rotierungswege sozusagen. Wie man sich richtig verschiebt, je nachdem, was der Gegner macht. Also wir haben jetzt, da sieht man schon mit dem Lineup Tanashi, Spexy, Johnson, Joscha und mir die CT-Seite nach einer sehr, sehr schlechten T-Hälfte. Also die Gegner haben nicht schlecht gespielt oder wir haben nicht gut genug gespielt, je nachdem, wie man es nennen will. Ja, und ich zeige euch jetzt anhand der Minimap auch mal, wie wir stehen ab und an, dass ihr wisst, was geht. Also wir haben ganz normal Aufbau 2-1-2, Joscha kurz, ich B, Kanashi Mitte, Johnson Richtung A, Spexy spielt so ein bisschen A-Support bzw. R-Connector. Ja gut, und wichtig ist, dass ihr wisst, was man zu tun haben, wenn man nicht zu tun hat, wenn man nicht auf dem Spot ist oder seine Mates supporten möchte. Also es geht weniger um Flashbangs, wirklich nur um die Wege. So, zeigt mir jetzt mal, was hier passiert. Im Schnelldurchgang. Spexy steht Underwood, verschießt hier ein bisschen, holt keinen Frag, wird gekillt. So, Nummer 1. Das heißt, wir sind schon einer weniger bei 1,36. Der Call kam, ich zeige dir nochmal die Minimap, dass B gerusht wird und die Bombe wird gesehen, deswegen verschiebe ich direkt. Also es ist auch immer ganz wichtig, auf der Minimap zu achten, ob die Bombe gesehen wird. Ich werde öfters darauf hinweisen. So, Joscha kann über Mitte verschieben, ich kann über CT verschieben. So, das ist jetzt schon mal ganz knapper Weg. Ich zeige euch jetzt, was Johnson macht. So, Johnson will sein Mate supporten, ist ein bisschen am Schießen. Der Gegner hüpft wild rum. Ja, und Johnson hat den ersten Reload, kann nicht mehr viel machen und zieht sich direkt zurück. Das ist wichtig. Also, sein Mate ist gefallen. Somit geht Johnson in Rückwärtsgang, weil er sollte nicht sterben. Er wäre hier der einzige A-Anker. Hier ist eine Smokewall. Was Kanashi kassiert, zeige ich euch. Sehr unglücklich, kann er nichts dafür. Zack, kriegt er halt einfach so durch die Smoke passiert. Aber es sind nämlich alle Tage Abend. Johnson ist hier noch in der CT-Base, in der Pistol-Round und zieht sich ganz zurück. Das ist ganz wichtig, dass er nicht all-in steht, weil sie wollen ihn pushen. Ihr seht hier drei wilde Ts, die auf ihn losgehen wollen. So, und Johnson holt dann noch einen sehr, sehr wichtigen Frag, zieht sich zurück, gut, und wartet. Jetzt machen die Ts einen gravierenden Fehler, könnt ihr euch auch merken, wenn ihr eigentlich Überzahl habt, dann solltet ihr nie CT tief pushen, weil ich bin jetzt rotiert, also der Laufweg von mir, zeige ich hier später nochmal in der Minimap, ist Richtung Ticket und ich mache hier einen Death Peak. Also ich bin nicht zu offen, kann in die Defensive gehen und warte einfach, bis die Gegner pushen und hab dann einen schönen Frag ohne Headshot. So, jetzt haben wir mit 3 gegen 3. Währenddessen hat Joscha schon Con eingenommen und der piekt hier alleine, beziehungsweise piekt hier nicht alleine, der bleibt auf der Ecke stehen. So, Joscha weiß, okay, wir müssen was machen, weil wir zu zweit sind. Immer die Leute, die zu zweit sind, gehen nach vorne. Dann kassiert Johnson da einen Peak. Ich bin im Reload, Gegner kommt rum. Ich habe einen Lucky Shot, aber manchmal muss es halt so sein. Währenddessen wir Go gemacht haben, versucht Joscha irgendwie einen Peak zu ziehen, hat einen Peak gezogen in Palace. Fightet dann auch ein bisschen, zieht sich zurück. Ich molly hier unten, weil ich weiß, hier unten ist einer. Und dann haben wir einen Easy Kill. Joscha von der Seite. 2 gegen 1 gewonnen. 5 gegen 3. Ja, hat sich entwickelt zu einem 3 gegen 3 und dann 2 gegen 1. Weil die Gegner halt overaggressive waren und wir gute Rotierwege hatten und gut reagiert haben. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Minimap bei dem kompletten Go. Also hier mit dem Go meine ich natürlich den Afterplant bzw. Retake. Und die Rotierungswege, die zeichne ich gleich ein. Also man sieht hier, Spexy hat den ersten Kontakt. Und währenddessen er fightet, weil wir wissen ja, okay, die zwei Smokes kommen, das ist ganz wichtig, wie die Calls sind. Das heißt, die Kommunikation der Mates ist essentiell, dass wir wissen, wie wir und ob wir verschieben sollen. Wenn die Bombe gesehen wird und es sind 4 Leute bekannt, dann ist egal, ob einer B kommen könnte. Man sollte vielleicht das Augenmerk drauf haben, aber es ist wichtiger, was die Mates sagen. Wenn die Bombe ist, sind alle da, das heißt 5 Leute. Ja, dann verschieben wir. Joscha eher ein bisschen kurz. Schaut nur, was passiert. Johnson zieht, wie gesagt, zurück. Und die Gegner machen den gravierenden Fehler und pushen CT. Dadurch kriegen wir halt den wichtigen Frag. Und dann steht es 3 gegen 3. Gute Situation für uns. Wir haben noch ein Kit. Flashbang.
Und dann fighten wir zu zweit gegen einen, gewinnen sozusagen das Ding, immer noch 2 gegen 2. Joscha holt den Kill, auch ein bisschen individuelle Klasse natürlich. Und dann 2 gegen 1, sollten wir nicht verlieren, holen die Runde. Kann ganz einfach sein, aber es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Persönliche Laufwege, beziehungsweise positionsabhängige Laufwege, siehe Johnson. Dann Kommunikation der Mates, ist die Bombe gesehen. Und in Überzahl reagieren, das heißt, die Ticketspieler, wir waren 2, gehen zuerst und daraufhin kann Joscha langsamer machen. Also der langsame Spieler, kleines Basisgesetz, geht meistens, nicht immer situativ abhängig, aber meistens langsamer nach vorne. Das war Joscha in dem Fall und hat alles geklappt. Verlorene Pistole eigentlich wieder zurückgeholt. So, in der nächsten Szene haben wir gleich eine Anti-Eco zu sehen und das ist ein, ich sag mal, das ist auch ein kleiner Faktor. So, ich jumpe hier. Seht, kennt ihr ja, und ich habe einen Gegner gesehen. Ist ein bisschen Zeit verstrichen, dass das Video nicht allzu lang dauert. Ich molle hier, habe einen Gegner vor mir, der sieht mich. Und jetzt da, der Gegner ist genau jetzt blind, hat mich gesehen, kann aber nichts mehr sehen. Nach einer halben oder nach einer hundertstel Sekunde und ich kann den Frag holen. Die Gegner haben einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben keine Smoke, um zu mollen. Deswegen warten die vor dem Molotow. Kleiner Fehler auch in der Half-By-Eco oder Force-By-Eco, je nachdem. Und sie haben alle keine Helme. Nichtsdestotrotz zeige ich euch den wichtigsten Verschiebungsweg gegen diesen B-Rush. Weil wir wissen ja, die Gegner haben Half-By, einen Force-By oder eine Eco. Wir haben hier eine Mittelspieler. Das ist in dem Fall Kanershi mit der Scout und einer Flashbang. Das ist schon ziemlich interessant. Benutzt euer Geld, Leute. Er hat genau 200 noch für die Flashbang. Und er zieht direkt, wenn er weiß, okay, B rusht, B kommt was, zieht er direkt die Flash, verschiebt und wirft das Ding ab. Und daraufhin ist der Gegner... Er sieht mich kurz, aber er ist kurz blind. Und wenn jetzt da zwei wären, wäre der zweite vielleicht auch blind, hätten wir das Leben doppelt gerettet, sozusagen. Also ganz wichtig, dass Kanershi da am Start ist und den Cross hält. Gut, jetzt kommen wir zur zweiten Phase. Und zwar, Kanershi sitzt B, Joscha ist in der Mitte, weil Mitte kann ja auch pushen, Mitte ist komplett frei. Spexy und Johnson verschieben nicht. Warum? Ist ja ganz klar. B kommt nichts mehr. War vielleicht ein Fake, vielleicht sind die zurückgegangen. Das heißt, ganz normales Positioning. Und Kanershi hätte für ein zweites Welle-Go, hätte noch mal einen Rücken. So, jetzt zieht er wieder hin. Und hat noch den Frag, den Headshot. Joscha holt noch die Mitte. Zeig mal nochmal kurz Joscha. So, Joscha ist derjenige, der schaut, dass keiner Con kommt. Und dann passt das Ding. Solider Block. In der dritten Runde. Wir gucken uns jetzt mal Spexy an. Da passiert ziemlich viel in der Mitte. Also wirklich ein ziemlich krasser Clinch in der Mitte. Und zwar... Ja, Spexy geht vorwärts. Wirft sich selbst eine Flash. Und geht durch die Flash, holt einen Kill. Währenddessen Joscha auch mit dem Fight... Will noch ein bisschen helfen, stirbt. Spexy hat dadurch trotzdem einen wichtigen Refrag, also kleiner Refrag, Schnelldurchlauf, 3 gegen 4. So, und jetzt der kleine Lurkplay. Johnson stirbt gegen... Wo ist er? Hier. Johnson stirbt gegen den Lurker A. Kann passieren. Bisschen zu aggressiv, wenn du den Fight nimmst, musst du ihn gewinnen. 3 gegen 3. Nächster Play. Mitte, also wirklich kommt... Gegner rum, gibt ihm 20 Sekunden vorbei. Ich weiß, okay. 2 gegen 3. Das Wichtigste ist jetzt der B-Rotate. Eis gestorben, Spexy ist noch in Com bekannt. Ganz viel Kommunikation nötig. Wir wissen, einer ist im Window, wir wissen, einer ist A. Und der andere ist mehr oder weniger unbekannt. So, Spexy sagt, okay, die kommen A. Bombe down. Die Bombe ist down und wirklich, immediately gehe ich Richtung Window. Hab den Window-Spieler mehr oder weniger, da habe ich ein bisschen Glück. Krieg das Ding, bin im Jungle bekannt, die Bombe kann alles machen und die entscheidet sich jetzt da hier Richtung B zu gehen und ich habe den richtigen Read, ich spiele jetzt davor und hole ihn da B weg. Habt auch ein bisschen Glück, dass er den B-Weg wählt und nicht mich fightet und mich killt, kann auch passieren, ich hätte ihn vielleicht auch gekillt, aber wichtig war, ich muss meine Mates machen lassen, sobald ich dann Info auf die Bombe habe, kann ich dann hundertprozentig verschieben, weil besonders im Pack weißt du nicht so gerecht. Es ist im Pack, es ist ein Face-It-Spiel, wir sind kein eingespieltes Team und wir spielen halt eben ein Spiel gegen ein höchstwahrscheinlich nicht eingespieltes Team. Nur, dass ihr seht, wie wichtig es ist, seinen Spot zu behalten und dann erst zu rotieren, wenn es wirklich nötig ist und ja, möglich ist. Wenn Specs ja auch gefallen wäre, hätte ich saven müssen. Auch ein kleiner Punkt, saved eure Waffe und geht nicht in eine aussichtslose Situation sterben. Ganz wichtig.
Aber da kommt noch mal ein anderes Video extra zu dem Savings. So, sehen wir jetzt einen kleinen Clinch mit Rotate 2A. So habe ich es genannt, diesen Part. Und zwar, ja, wir haben ein aggressives Spiel hier von Johnson, um das Wort zu spulen. Er ist Richtung Slope gekommen, fightet den ersten in der Anti-Eco, den zweiten, kriegt die Frags. Und dann stirbt er gegen den Slope-Spieler. Und ja, ganz wichtig, A ist jetzt komplett clear, Kaneshi hält an, weiß einer Slope drüben und Yosha nimmt dann die Position, das Momentum und geht selbst in Überzahl Richtung A. So sozusagen haben wir jetzt auch wieder eine Linie, ne? Nicht hier, sondern Kaneshi kann wieder Mitte halten. Das sind noch nicht alle bekannt und ich bin immer noch B, weil, ja, gecallt ist von den Mates, keiner raus, die sind Slope zurück. Deswegen bleibe ich B. So, und dadurch hat Yosha wieder Vollkontrolle gegen den A-Player und jumpt hier einfach die ganze Zeit nur auf Info. Weiß jetzt, A, steht eine, die Bombe ist da, hat gesehen, dass die Bombe zurückgeht. So, somit verschiebt Kaneshi, hält aber immer noch Con, die Gegner können überall kommen. Wir spielen hier ein sehr defensives Spiel, weil wir auf jeden Fall gewinnen wollen. Ihr wisst es oder ihr wusstet, es stand 11 zu 4. Und jetzt da steht es 11 zu 7 gegen eine Eco, willst du auf jeden Fall nicht verlieren, dass du das Momentum behältst. Und ja, wir warten hier einfach. Yosha macht hier den Death Peak, den Rap Death Peak. Defensiven Peak, nicht Death mit EA wie sein Name. So, Kaneshi hat eine Belohnung bekommen und zwar der Window-Spieler wird geholt, beziehungsweise der Gegner, der durch Window kommt und ich Richtung B. Wurde auch belohnt mit meiner Geduld, der Gegner hat ein bisschen Timing gehabt und ich kill ihn einfach. Also ohne jetzt ja irgendwie sich groß aufzumachen, wieder Überzahlsituation, gleichzeitig kann man das vielleicht auch aus dem Rotate-Video nehmen. Aber hier das Wichtige ist, dass wir Position einnehmen, wenn die 2A-Spieler sterben, dass Yosha Richtung A rotiert, beziehungsweise Kaneshi und dann die Position so gehalten werden können, dass auf jedem Spot einer ist mit einer defensiven Vorteilsposition. Nur so ein kleiner Tipp, könnt ihr auch mal ausprobieren oder es ist halt sehr, sehr schwierig, sowas auszuprobieren, weil nur, dass man weiß, was man in irgendeiner Situation machen kann. Man muss so viel spielen, dass man die Situation oder die Antwort der Situation schon selbst im Kopf hat. Das ist wirklich das Krasse. Das heißt, entweder spielen, spielen oder studieren. Aber ja, probieren geht über studieren, sage ich mal. Wenn du dann noch eine Anleitung hast, einfach machen und wachsen. Im nächsten haben wir einen kleinen B-Apps-Push von Ander, von Yosha und von mir, von B-Apps sozusagen, beziehungsweise von B-Spot. Und ja, die Util zeige ich mal, das mache ich sehr gerne, ab und zu mal einfach auf Confidence, rein da, aufpassen, dass hier keiner abhält. Und dann clear ich B-Apps und entscheide mich damit, weil lang nichts passiert, ich habe keinen B-Apps-Spieler, der anhält, vielleicht sind die All-In-A, denke ich mir. Aber man muss mal voll Kontrolle haben, beziehungsweise full Fokus, dass der Gegner hier irgendwo abhält. Ich habe da ein bisschen Glück, der hält irgendwie lower, der ist ein bisschen lost. Also wie gesagt, die Gegner waren da in dem Sinn nicht die fokussiertesten und ich habe damit einen First-Track. Na, ich habe den First-Track, ziehe mich zurück. Und währenddessen zeige ich, was Yosha gemacht hat. Wir sind beide sehr aggressiv in der Runde, hat geklappt. Yosha mollet hier under, dass hier unten keiner kommt und cleart Mitte. Geht wirklich sehr aggressiv gegen Mitte, schaut, was passiert. Währenddessen habe ich den B-Apps-Frag gemacht und ja, das habe ich eben gecallt. Und somit checkt Yosha nochmal under, weil under kann ja einer stehen. Währenddessen wird A geblockt, A gesmoked und so weiter und so fort. Also wirklich da so ein kleiner Play. Gut. Yosha nadet hier und jetzt ist immer noch sehr, sehr viel Zeit. Die können B Regress haben. Und das macht jetzt der Yosha, der will Info sammeln. Wir sind zwar in der Überzahl, aber hier ist der Gamble von Yosha perfekt. Und dadurch, dass Yosha B Apps hat, bin ich schon Richtung A verschoben, weil die eigentlich Mitte nicht hätte kommen können. Und ja, Yosha hat einen sehr, sehr guten Fight und sehr gutes Infoplay. Holt den ersten, holt den zweiten, hat die Bombe down, zieht sich zurück, smoked hier ab. Gut, und jetzt, ja, weiß ich, die Bombe ist hier hinten down, die Gegner haben fast keine Zeit mehr, wir sind Überzahl technisch und lassen die nicht auf dem Spot, dass sie die Bombe nicht holen. Gehe ich Richtung A, dann hat Spexy hier Anti-Window, man kann hier wirklich getrost in die Überzahl rausgehen und kann denen das Window und den Con überlassen. Das ist auch immer so ein Ding, was erstmal gelernt werden muss, dass man keine One-Ones mehr gibt. Ja, Johnson verzieht sich hier und Kaneshi will nicht gegen die One-Way gehen, jumpt hier einfach. Ja, und 10 Sekunden verstreichen und die Gegner machen nichts mehr, saven. Und ich glaube, ja, Spexy kriegt auch noch den Kill nach der Zeit. Ist wirklich perfekt gelaufen mit der Reaggression
Aggression von Mitte und B-Apps. So, dass das Video nicht zu lang dauert, ich will euch nicht die einzelne Situation zeigen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen vielleicht zu viel. Zeige ich lieber mal die Minimap selbst. Und zwar hier, Kaneshi macht den Kurzjump, das sieht man hier, ist dann Richtung Kurz bekannt, hört das B, was kommt, wir werfen wilde Utility gegen, smoken hier raus, Kaneshi smoked sich so, wir kriegen die Kills, gut, die Bombe ist gesehen, die Bombe ist down und somit kann Yosha direkt verschieben, also ihr habt gesehen, was Yosha getan hat und Spexy, das ist jetzt das Augenmerk, wir wissen, es ist ein B-Push. Und Spexy will die Mitte clearen, weil sehr oft ein Mitte-Lurker kommt. Selbst wenn ihr rotiert, wenn ihr da die Rotates zieht, Spexy hat Full-Fokus Mitte, immer noch hier, ihr seht, er guckt Mitte und dann erst dreht er sich um, wenn er sich ziemlich sicher ist, dass in der Mitte keiner steht. Der letzte ist B-Apps bekannt, also Kommunikation wieder on the fly. Ja, und jetzt ist Spexy da, geht schon Richtung Under, weil er den Kill haben will, Kaneshi. Killt ihn nochmal, wie gesagt, ich will es kurz halten, nur dass ihr seht, wenn ihr verschiebt. Johnson ist noch sehr, sehr, sehr late Richtung A gekommen, dass kein Lurker am Start war, das auch noch zu erwähnen. Und Spexy cleart eben die Mitte, wenn einer also sehr, sehr ungewöhnlich, dass einer von Underground kommt. Theoretisch wäre das vielleicht ein Anti-Play gewesen, aber dann wissen wir Bescheid, dass einer noch Mitte ist und dann kann Johnson darauf reagieren. Aber wenn ihr auch Mitte cleart, seid aware, dass hier vielleicht irgendwo in der Gegend ein Lurker steht und vielleicht timingtechnisch rausziehen kann. Ihr habt gesehen, Spexy dreht sich erst ab dieser Stelle um, wenn der Call kommt, dass der letzte Apps ist. Wir haben nochmal ein schönes Beispiel und zwar wieder ein B-Block. Die Gegner sind ein bisschen einfallslos gewesen, haben aber die letzten Runden geholt. Es steht schon 14-12, also wird sehr, sehr eng für uns. Und ja, Yosha geht Richtung Mitte und hört wieder das B, was kommt. Molly direkt raus und ich, Molly auch vorne, weil ich den Call von Yosha bekomme. Wie gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel. Kriegt dann Movie-Schuss, zack, kriegt den Schuss raus. Und was ist währenddessen passiert? Also wir wissen ja, B pusht sehr viel. Selbst Deathpeak Yosha hat Full-Focus mit der Utility. Und ja. So, Kaneshi Richtung Mitte und weiß dann, wie viele kommen. Hört dann viele Richtung B. Es ist höchstwahrscheinlich ein 3-Plus-Go, also fast ein All-In. Ihr seht, es gibt einen Lurker hier. Darauf komme ich dann gleich zurück. Ja, und Kaneshi habt ihr wie vorhin schon mal gesehen, der Anti-Eco, er flasht wieder die linke Seite, zack, und daraufhin ist der Spieler schon wieder blind und Kaneshi kriegt da auch einen Flash-Assist. Ja, jetzt ist er am Start, Molly nochmal hier. Wir halten den B-Spot clear und kein Overrotate. Wir wissen nicht, wie viele B kommen, es waren 3 plus gecallt. Ich bin der Meinung, man hört nicht, ob es mehr als 3 Leute sind, die irgendwo rushen, von den Sounds her vermischt es sich da, es können 3 sein, es können 4 sein, es können aber auch 5 sein und daraufhin bleibt Spexy erstmal im Con stehen und Johnson hält den A Lurk sicher und jetzt ist Kaneshi hier am Start, holt auch den Frag und jetzt in der Overview Spexy nochmal Late Peak Richtung Mitte, um ein bisschen Info zu holen auf Confidence Basis, holt den Frag, Refrag ist raus und dann ist der Gegner nur noch alleine. Ich denke, das müssen wir nicht mehr schauen, das ist eigentlich ziemlich nice gemacht. Ich hätte hier noch vielleicht verschoben, dass Window nicht kommt, aber Kaneshi hat den Frag von Ticket auch sehr gut gelöst. Augenmerk auf den Mittelspieler, er hört, was hier passiert, gibt die Support-Flash und hat direkt den Peak, holt sich dann noch einen Frag ab. Und die A-Spieler bleiben, weil wir ja gut geblockt haben, standhaft auf A, schauen, dass Mitte Con keiner kommt, beziehungsweise ob Apps oder Slope keiner rauslockt. So, jetzt geht es um die Wurst so ein bisschen, um den Matchpoint, wer zuerst da hinkommt und ja, wir haben einen normalen Aufbau, ihr seht 2-1-2 und darauf will ich auch hinweisen, es ist eine Rotate-Möglichkeit des 2-1-2, ich weiß nicht, ob ich das dann noch vielleicht später nochmal aufzeigen kann, mache ich dann. Gut, und zwar hier Yosha steht Mitte, Molly wieder under, hat ein bisschen Glück, dass der Gegner keine Awareness hat. Yosha kommt hier weg. Gut, und dann weiß Yosha, dass ich seinen Rücken habe. Ich habe währenddessen B-Apps gemollied und ich gebe ihm eine Kurzflash. Die poppt in seinen Rücken, beziehungsweise dass der Gegner sich drehen muss. Daraufhin hat Yosha den Frag und Spexy hat sich entschieden, hier A zu halten mit der AWP. Holt auch den Frag und Johnson hat daraufhin, ich sag mal, das Magisk-Setup, das Astralis-Setup. Das heißt, einer schaut Apps, einer schaut Slope. Mitte ist ein bisschen defensiv, Kaneshi hat auch eine Awe, hat ein bisschen gepiekt, war nicht erfolgreich. Und schon steht's, weil einer Con rausgeht und Johnson ihn holt,
steht es 5 gegen 2. Und jetzt, da lasse ich im Schnelldurchlauf das Ganze durchlaufen. So. Alles ganz entspannt. Keine Overpeaks. Schön defensiv gehalten. Ich habe den Frag dann B geholt. Einer noch Richtung Con. Und der macht dann nicht mehr viel. Kaneshi verbrennt ihn. Und die Runde ist gewonnen. Also, der Block ist okay. Das heißt, keine Overrotates. Einfach standhaft bleiben. Gut kommunizieren, was geht. Position defensiver nehmen als vorher. Keine One-Ones mehr in Überzahl. Und dann passt die Sache. So, in Runde Nummer 30. Johnson Richtung A-Block. Ihr seht schon auf der Minimap. Die Gegner machen einen All-In, einen Rush sozusagen. Spexy ist hier im Korn. Kaneshi ist Richtung Mitte gejumpt. Das heißt, eher weniger Leute Richtung A. Das ist ganz wichtig, was Johnson hier macht. Er flasht hier, weiß, dass die A rausspringen, hat es gesehen. Er geht ein bisschen fighten, aber er bleibt trotzdem defensiv. Holt den ersten, wird dann getradet. Meiner Meinung nach war ein bisschen zu offensiv. Hätte vielleicht die Kante halten können, dass er vielleicht nur gegen geht. Ja, und dann sind schon alle, weil expected ist, dass sehr, sehr viele Richtung A kommen, auf dem Weg zum Supporten. Man sieht hier Kaneshi mit der Smoke, die er außen nutzt. Dann Joscha holt dann noch den Peak durch die Smoke. Einfach mal bang, Leute. Da wird sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Also gut gemacht an der Stelle. Gut. Und ich habe den, also ich muss auch zugeben, ich habe die Bombe zu spät blenden hören oder so. Wegen dem Fight haben die Jungs das vielleicht auch überhört. Weil ich bleibe so lang B. Es kann nämlich sein, dass die irgendwie A rushen, zwar zu dritt oder sowas, immer noch B kommen. So, Bombe wird gelegt und dann fange ich komplett an zu rennen. Jetzt, ganz wichtiger Punkt. Meine Mates sind zu dritt hier. So, ich könnte jetzt auch hier hingehen, denke mir aber, okay, ich mache langsam beim Rotate. Ich gehe ganz in die Ecke und warte einfach ab, ob die Gegner mich pushen. Und sie machen es. Also es ist ein kleiner Fehler, aber ich will sagen, der Gegner kann mich auch wide swingen und mir geben, also wirklich. Deswegen wartet hier. Ich hätte vielleicht hier so ein bisschen chillen können, bis meine Mates hier Kontakt gezogen haben. Ich war erfolgreich, sag ich mal. Es war vielleicht ein kleiner Fehler, aber ich war erfolgreich. So, und dann ist der letzte nur noch 3 gegen 1. Wir haben das Ding und alles ist okay. So, jetzt da sind wir noch nicht ganz fertig. Ich male jetzt nochmal schnell was auf der Minimap für euch. So, anhand dieser Minimap möchte ich euch vielleicht nochmal ein bisschen aufzeichnen, wie jeder Spieler, beziehungsweise was Rotationswege wären für die jeweiligen Positionen. Ich versuche es hier anhand dieses 2-1-2 Setups ein bisschen zu veranschaulichen. So, stellt euch vor, Joscha ist der Kurzspieler, ich bin B-Spieler, also der Mittelspieler, der Con-Spieler und der A-Spieler hier, Johnson. Und falls was Richtung A kommt, könnte Joscha und ich die Posi tauschen. Wir könnten kurz offen lassen, weil A ziemlich sicher ist und ich könnte A rotieren. Oder ich könnte, je nachdem, was unsere AWP, der Mittelspieler, macht, könnte die Posi übernehmen. Sozusagen, dass ich immer entweder irgendwo verstärke, supporte von hinten mit Flashbangs oder dass ich einen ersetze. Wenn jetzt Kaneshi stirbt, dass ich beispielsweise Mitte gehe. Wenn Johnson stirbt, gehe ich auf jeden Fall hier Ticket. Das Ding ist aber auch, wenn man so gut kommuniziert, das heißt, Kaneshi würde mit mir reden, dass er hier nichts zu tun hat, die Mitte ist clear, dann verschiebt er natürlich Ticket. Da zeige ich euch gleich noch von den Pro-Gamern, von Nip, von dem alten Lineup mit Nork, mit der AWP, einen schönen Rotierweg, weil, ja, die Window-Smoke kommt sehr, sehr oft auf Mirage, also das ist schon im normalen Repertoire. Der AWP-Spieler verschiebt dann Ticket und kann seinen Mate supporten, beziehungsweise sein Mate kann dann reaggressen und sogar nach vorne gehen, Palace, Slope. Also, der Window-Spieler muss mit den A-Spielern natürlich kommunizieren. Ihr habt gesehen in den Beispielen, dass der Window-Spieler B supportet, daraufhin Spexy vielleicht Window einnimmt oder sogar mitsupportet, je nachdem, was gecallt wird. Kommunikation ist der Schlüssel. Ist die Bombe da? Wie viele Leute kommen? Sind die Gegner geblockt? Laufen die zurück? Und so weiter und so fort. Ist der Lurk bekannt? Immer Fokus auf den Lurk haben. So ist es. So, was Johnson hier macht, wie gesagt, die Anchor-Spieler B und A, habt ihr sehr oft gesehen, verschieben meist als letztes. Besonders wegen den Lurk-Spielern. Gut. Es gibt besondere Situationen, es ist immer ganz wichtig, dass ihr miteinander kommuniziert, dass es auch logisch ist. Wie in einem anderen Teamsport, wie im Fußball, im Rugby oder sonst was, dass man die Lücken füllt. Das ist der Schlüssel. Und dass man gute Positionen hat, dass man von dem Gegner nicht überrascht wird oder von zwei Seiten beschossen werden kann.
Wenn die Gegner es gut machen, dann geht es nicht anders. Aber hier in dem Park hatten wir, wie ihr gesehen habt, keine Probleme. Wenn jetzt die Mitte geklärt ist, habt ihr auch gesehen, kann man über die Mitte verschieben. Das geht aber wirklich nur, wenn Under und Mitte oben eingenommen ist, dass beispielsweise der Kurzspieler über Con geht. Das ist ja sehr oft. Und dann trotzdem muss er checken, dass der Lurker nicht kommt oder dass die Mitte nicht kommt. Der Letzte schaut immer zurück. Das sind so ein paar kleine Gesetze. Und jetzt dann noch zum Abschluss ein kleines Video. Das Video ist sehr, sehr lange geworden, ich weiß, aber ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wir reden später noch drüber. Ich zeige euch noch was von den Pro-Gamern selbst. Wir haben jetzt hier das Spiel Complexity gegen Nip, das alte Nip sozusagen, das letzte, bevor Device am Start war. So, und wir haben hier Nog. Der wird die Window gesmoked, bangt hier mal durch die Top mit Smoke. So, wir haben hier einen 2-1-2-Aufbau. Also Rest ist ein Korn, Hampus ist kurz, CTR ist Richtung A. So, mir ist es wichtig, weil ich es vorher nicht gezeigt habe, wenn Window gesmoked ist, was macht der AWP-Spieler? Er könnte beispielsweise Ticket verschieben und, ja, den A-Spieler übernehmen. So, wir haben jetzt der CTR, das finde ich interessant. Der macht auch einen interessanten Move, weil vielleicht, je nachdem, wie die Analyse ist, er verschiebt dann, ist auch ein bisschen gefährlich. Er schaut nicht in Apps, dass, ob Apps kommen wird, vielleicht ist es eine komplett analysierte Runde, wer weiß. Er verschiebt Richtung Con, schaut dann Palace von Stairs. Also sie haben keinen Close-Spieler und Nork hat jetzt da die Info Richtung Slope. Also, Entschuldigung, Slope ist geklärt, hier ist geklärt, Mitte ist Gefahrenstelle, B ist Gefahrenstelle. So, Hampus hat eine sehr gute Position, um Window zu halten. Nork hält immer noch fleißig Slope, also die AWP wirklich Ticket verschieben, das reicht meistens schon. Das ist ein sehr, sehr guter und einfacher Winkel für die AWP. Da musst du Flashbangs werfen. So, währenddessen Plopski Richtung B holt einen Frag. Hampus hat auf kurzen Frag geholt. So, jetzt fällt Plopski und hier verschieben alle CTRs. Wie gesagt, der A-Anker und schaut den Lurk an. Besonders, weil hier Top-Con gesmoked ist. Ich zeig's euch, wer das macht. So, Blame F ist hier nämlich im Con. Und das ist volle Awareness von CTA. Und er sieht Blame F. Glücklicherweise überlebt er. Das hätte auch böse enden können. Und es ist ein 4 gegen 2 Retake. So, ihr seht, der Letzte schaut immer zurück. Hampus hat eine sehr defensive Position. Wenn ihr euch reinzieht, dieses Match allgemein, eine Position Hampus, kurz Nork. So lernt ihr, wie ihr eure Position spielt. Ihr habt gesehen, Blobski war standhaft auf B-Spot, hat einen Frag geholt, ein bisschen Zeit rausgeholt. Und jetzt ganz einfach, Hampus am Start, geht als Letztes über kurz. Vier Leute kommen hier raus. Res wird getradet, der Letzte ist bekannt. Und daraufhin, Hampus kann vielleicht noch den Frag ziehen, rausgehen. CTR kommt, holt auch noch den Frag JKS und ja, ganz einfache Wege. Und anhand dieses Beispiels seht ihr auch bei den Pro-Gamern, wie auch im Faceit, wie auch in Level 10, Level 3, wenn ihr diese Laufwege und diese Awareness habt, kleine Grundgesetze, dann habt ihr keine Probleme. So, das war's jetzt hier komplett von den Rotates. Ich hoffe, euch hat's was gebracht. Vielleicht war es ein bisschen zu schnell, zu komplex oder sonst was. Schreibt's in den Comments, was ich da besser machen kann. Oder es ist sehr, sehr schwierig, alle Positionen einzeln zu betrachten. Mit Beispielen habe ich es versucht. Vielleicht hilft es den einen oder anderen weiter, ob das aussichtslose Positionen oder sonst was sind. Situationen sind immer unterschiedlich. 1:1 Spiele gibt es nicht. Das ist Counter-Strike, das machst du Counter-Strike und zu dem Spiel, das wir lieben. Und wenn einer irgendwelche Wünsche hat oder sowas, einzelne Positionen, Demos immer schauen, Kommunikation aufrecht halten und Awareness, Fokus, Utility, eigentlich braucht man alles, aber heute waren es die Rotates. Wenn ihr das im Fokus habt, dann wird es auf jeden Fall besser in Zukunft. Also haut rein, vielen Dank für alles, bis bald.